Ja, hi Brett, wir freuen uns, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie beim letzten Video auch schon angekündigt, das Beste kommt ja scheinbar zum Schluss. Und so ist jetzt auf Lager angekommen East India Companies. Das heißt, es wird wahrscheinlich in Kürze auch an die Läden rausgehen. Für mich die Überraschung oder das beste Spiel des Jahres und vielleicht auch auf längere Zeit hin. Bei mir ist es schon in All-Time Highs. Ich habe es ja, wie gesagt, schon ein paar Mal gespielt. Auf den Anspielspieltagen konnte ich das Spiel hier mit der Version schon mal vorab zeigen und mit anderen zusammen spielen, und die Begeisterung war auch bei denen allen sehr groß gewesen. Und was ich auch beim letzten Video schon gesagt habe, das Schöne ist halt, dass es scheinbar nicht diese eine Strategie gibt, um das Spiel zu gewinnen. Es ist jedes Mal anders, es bleibt immer wieder spannend. Und gerade beim letzten Mal war ich auch 4 Runden lang hinten gewesen und habe es doch noch gewonnen und das Spiel nochmal gedreht, was mir zeigt, dass das eigentlich auch ein hervorragendes Spiel ist, dass auch solche Dinge noch möglich sind und nicht nach dem Motto, ach Gott, letzte Runde, okay, aber ich habe eh keine Chance mehr. Das ist hier definitiv nicht so. Also auch der vorne ist, muss bis zuletzt sehr gut wirtschaften und aufpassen, was er tut. Worum geht es? Es ist ja eine Handelswirtschaftssimulation vom Allerfeinsten. 4 große Handelsgesellschaften konkurrieren im 19. Jahrhundert. Wir reisen nach Asien, um Ware zu kaufen. Wir verkaufen sie in Europa. Und ich werde euch hier das ganze Spiel jetzt den Aufbau zeigen und einige Runden spielen, beziehungsweise 2 Runden spielen, um das Ganze dann zu erklären, sodass ihr die Anleitung im Endeffekt nicht lesen müsst. Und das Ganze ist für 2 bis 4 Spieler ca. 90 bis 120 Minuten, wobei das also eher dann noch was länger wird, wenn man zu viert spielt. Und ab 14 Jahren, wie gesagt, ich zeige es euch jetzt von oben und gehe mal die einzelnen Details durch. Ja, hier in der Mitte legt er halt den Hauptspielplan hin. Hier ist der Bereich für die Worker gleich. Hier werden wir die Schiffe dann versenden. Hier oben ist der Bereich für die einzelnen Aktien der einzelnen Firmen. Hier haben wir die Initiative, die habe ich jetzt einfach so hingelegt. Kann man natürlich auslosen und schauen, wie man sie dann beim ersten Mal hinlegt. Hier ist der Stein für die einzelnen Phasen jeder Runde. Hier für die Periods, also für die Zeitalter, 1700 bis 1750 fängt man an. Hier sind die Sterne auch angegeben, das hat damit zu tun. Gleich erkläre ich es auch nochmal wegen der Initiative. Hier rechts kommt dann der asiatische Markt hin, wo wir also Ware kaufen. Hier links der europäische Markt. Die Würfel sind halt farblich auch dazu passend. Komme ich gleich zu, wofür die sind. Dann haben wir hier die einzelnen Waren, die man so aufteilen kann, das Geld. Und jetzt zu den einzelnen Spielertableaus. Also jeder hat am Anfang hier diesen ersten Hafen. Das sieht man halt hier. Da sind die ersten beiden Schiffe, die jeder gleich hat. Das sind die Galeonen. Und den Pin hier, den legt man hier vorne hin. Das ist für die Einheiten, für das Geld, was man dann halt verdient. Das hat gleich noch Auswirkungen, das erkläre ich dann auch. Hier rechts kommt halt dieses Stück ran. Das ist dann dafür, wenn man den Hafen ausbaut, dass man so weiter nach rechts ziehen kann. Hier ist immer das Geld, was man in der Runde einnimmt. Und hier ist das Geld der Schatzkammer. Das wird am Ende der Runde dort hingelegt. Weil es ist immer wichtig, pro Runde, was wir an Geld einnehmen. Das ist für diese einzelnen Runden immer das Wichtigste. Und das ist ja auch in der Wirtschaft so. Wir wollen ja unsere Handelsgesellschaft nach vorne bringen. Hier haben wir dann auch nochmal die einzelnen Karten für die Märkte, die die Märkte auch dann verändern. Die sind Sterne, geben an, in welchen Perioden, also welchen Zeitaltern was gespielt wird. 1, 2, 3, 4 und dann 5. Wichtig für die 5. Periode oder Einheit ist es dann auch so, dass die Galeonen, die man hat, bis dahin sollte man schauen, dass man die gegen andere Schiffe eingetauscht hat, beziehungsweise eingetauscht hat, andere Schiffe gekauft hat und die dann aus dem, bei sich aus dem Sortiment sozusagen hat, weil in der 5. Runde werden die Galeonen dann einfach aus dem Spiel genommen. Da sollte man sich darauf vorbereiten. Dann hat jeder hier diese 3 Worker und diese Häuschen, das sind Handelsposten, da hat jeder 2 von. Da erkläre ich euch auch, wo die dann hingesetzt werden können oder beziehungsweise eingesetzt werden können. Jeder hat dann auch hier die gleichen Schiffe, die dann nach den einzelnen Zeitaltern auch dann eingesetzt werden und gekauft werden können. Das sieht man dann zum Beispiel hier, ich nehme mal jetzt hier die 2 als Beispiel. Dann sieht man es ganz gut, dass der Stern in der Mitte zeigt an welchem Zeitalter diese Schiffe gekauft werden können oder verwendet werden können. Dann sehen wir da mit dem Segel, wie schnell das Schiff ist. Links mit dem sehen wir, wie viel Fracht er laden kann. Und unten in der Mitte, das Goldstück zeigt halt an, wie teuer es ist. Wenn wir natürlich dann in den anderen Zeitaltern sind, können wir natürlich auch die aus den vorigen Zeitaltern kaufen. Aber nicht umgekehrt. Dann hat jeder zu Beginn 2 Stammaktien, also 2 Aktien der eigenen Firma. Es gibt eine optionale Regel, wo man diese Aktien dann auch gerade zu Beginn, wenn man sie erste Male spielt, einsetzen kann bzw. verpfänden kann. Dann dreht man so um. Da sieht man dann hier, dass dann die
Aktie dann halt durchgestrichen ist, dann bekommt man die Hälfte des Geldes zu dem Zeitpunkt, was die Aktie wert ist. Das sieht man wiederum hier oben. Da sind die Werte unserer Aktien. Hier sieht man die Goldstücke. Hier oben diese Zeichen sind für die Dividenden, weil wir dürfen natürlich auch von jedem Aktien kaufen. Und sollte jemand Aktien von uns haben und unser Wert ist schon hier oben, dann müssten wir am Ende der Runde jedem, der eine Aktie von uns hat, für jede Aktie eine Dividende zahlen. Hier 2, 3, 4 und so weiter. Dann muss man zu Spielbeginn hier diese Märkte noch aufbauen. Das sieht man daran, wo überall diese einzelnen Steinchen oder die einzelnen Waren hinkommen. Und zwar da, wo es dunkler ist, da kommen keine hin zu Beginn. Das sieht man hier halt dann auch. Sondern nur da, wo die helleren sind. Das baue ich mal eben auf und dann sehen wir uns gleich wieder zur weiteren Erklärung. So sind die Märkte dann zu Beginn aufgebaut. Hier sieht man halt, was man für die einzelnen Waren bezahlen muss, wenn man sie kaufen möchte. Das sind die Geldbeträge an der Seite. Hier, wenn man verkaufen will, was die einzelnen Waren wert sind. Das verändert sich, wie gesagt, das ist sehr dynamisch. Das verändert sich alles gleich noch. Hier sind die einzelnen Aktien von uns, die wir hinlegen. Hier sind die Pins für diese Aktien. Das heißt, wenn die dann steigen, dann sieht man auch hier, dass diese Werte dementsprechend von der Firma und von den Aktien steigen. Das Schöne ist, dass es dann auch hier auf den Rückseiten der Aktien auch in den verschiedenen Sprachen gemacht haben. Also da ist wirklich an alle Details gedacht worden und alles schön umgesetzt worden, dass es sehr stimmig ist. Sehr cool. Hier oben legt man den Hafen hin, wenn wir nachher unsere Schiffe schicken, damit man die dort verteilen kann und dementsprechend dann Waren einkaufen können. Die Handelsposten, wie gesagt, diese beiden Häuschen, die sind dafür da, dass man dann hier später die einsetzen kann, um dort Handelsposten zu errichten. Das würde nämlich heißen, dass wir dann hier, wenn man Handelsposten in den Regionen haben, dass wir dann weniger bezahlen müssen. Das Schöne ist auch an diesem ganzen Spiel, dass alles wieder eigentlich mit aufgedruckt ist. Also hier sieht man, was man in den einzelnen Häfen kaufen kann für Ware. Dann sieht man, dass man zum Beispiel hier, wenn man dort Schiffe hinschickt, hier ein Goldstück bezahlen muss, hier zwei Goldstücke bezahlen muss, um dorthin zu reisen. Auch das ist alles immer schön aufgedruckt. Hier sind noch ein paar Dinge, die erkläre ich gleich. Also es ist alles wieder mal sehr übersichtlich. Auch hier sieht man es halt mit dem Handelsposten, hier ist es auch dargestellt, dass man hier für jeden Handelsposten, den man da hat, dann dementsprechend ein Goldstück weniger bezahlen muss. Hier sind nochmal die einzelnen Karten für diesen Markt. Das sind die Würfel. Das heißt, wir können jetzt eigentlich anfangen, die einzelnen Dinge zu erklären, was zum Beispiel die Worker angeht, was man zu Beginn einer Runde machen muss. Weil jede Runde beginnt damit, dass wir erstmal diese Würfel nehmen von den Märkten. Diese dann hier entsprechend der einzelnen Waren postieren. Orange, grün, braun und weiß. Somit weiß man schon mal für die Runde, wenn es ans Verkaufen geht, wie der Markt sich verändern wird. Weil diese Steinchen oder diese Felder, die da angezeigt sind, werden vom Markt weggenommen. Das heißt, man weiß jetzt schon, was hier alles weggenommen wird, ohne dass man jetzt weiß, was auf den Karten noch passiert. Ich zeige es mal als Beispiel hier, diese Karte. Und halt verschiedenste Karten, weil wenn die dann noch auf dem Markt in der Runde eingesetzt wird, wird auch davon nochmal Steine weggenommen oder Ware weggenommen und dementsprechend steigt dann natürlich auch der Preis. Das heißt, die Ware wird ja mehr wert, Angebot und Nachfrage. Das gleiche machen wir dann hier drüben. Nur, dass es hier natürlich genau andersrum ist. Hier wissen wir jetzt schon, welche Waren noch dazugefügt werden. Das heißt, das Angebot ist größer da und der Preis sinkt. Das heißt, hier wissen wir schon mal, dass 4 Grüne noch dazukommen. Hier 2 Orange, da 3 Braune und hier ein Weißer. Ohne, dass wir aber jetzt noch wissen, wie wird der Markt sich noch weiter verändern anhand der Karten. Und das ist das Schöne an dem Ganzen. Man kann das auch noch selber beeinflussen, je nachdem, wie man seine Worker einsetzt. Das heißt, jetzt kämen wir in die Worker-Phase und das ist bei der ersten Runde so, dass wir nach und nach, je nach der Initiative natürlich, einen Worker platzieren. Und das machen wir hier bei diesen einzelnen Personen, Trader, Investor, Ship-Owner, Governor oder Captain. Und wir dürfen immer, ich zeige es jetzt mal anhand dem Blauen, hier eine Aktion wählen. Wir dürfen aber nicht eine zweite Aktion auf dem
gleichen Ship-Owner nutzen. Das heißt, den müsste ich jetzt hier auf irgendeinen der anderen setzen. Ich darf natürlich auch keine zwei auf das gleiche Feld setzen. Das heißt, ich kann immer bei jedem dieser Personen eine Aktion mit meinem Worker machen und dann müsste ich den anderen bei einem anderen einsetzen. Zu den einzelnen Dingen bei den Personen. Das Feld ist dafür da, dass ich mir ein Schiff kaufen kann. Hier vorne sieht man übrigens auch immer anhand der Buchstaben, wann diese Aktion durchgeführt wird. Wenn da kein Buchstabe ist, dann heißt es, das wird sofort gemacht. Das heißt, wenn ich da einen einsetze, kann ich mir sofort ein Schiff kaufen und die Galeonen dementsprechend austauschen. Wenn ich meine Person oder den Worker hier hinsetze, dann darf ich mir zum Beispiel diese Karten ansehen, wenn ich der Erste, wie gesagt, bin. Darf ich mir die Karten alle ansehen, mir eine aussuchen und diese Geheimen dorthin legen. Das heißt, ich habe den Markt schon mal in der Hinsicht beeinflusst und weiß, was sich da im Grunde an den Preisen verändern wird. Auf jedes Feld darf sich auch ein anderer natürlich, der Mitspieler, hinsetzen oder hinstellen. Das ist nur so, wenn ich als Zweiter dahin komme, muss ich dem oder denjenigen, die vor mir sind, ein Goldstück bezahlen für die Platzierung. Wenn ich mich hier bei dieser Karte für den Markt mit hinsetze, dann darf ich diese Karte nicht mehr verändern, aber ich darf sie mir ansehen. Das heißt, ich weiß, was derjenige vorhat mit dem Markt und kann mich auch dementsprechend darauf einstellen. Wenn ich mich hier bei dem Captain hinsetze, dann kann ich die Initiative verändern. Das heißt, ich kann nach vorne rutschen, was durchaus auch wichtig sein kann in dem Spiel, muss aber, und das zeigt das Sternchen an, ein Goldstück in der ersten Periode zahlen, zwei in der zweiten, dritten und so weiter. Also so viele Sterne, wie dort angegeben sind, so viele Goldstücke muss ich dann für dieses, wenn ich dann den Worker da einsetze, bezahlen. Das wird dann in der Phase B bei den Börsen gemacht. Wenn ich meinen Worker hier hinsetze, das ist dann, wenn wir unsere Schiffe losschicken, dann brauche ich bei diesen Handelsrouten nichts bezahlen. Das heißt, dann kann ich mein Schiff kostenlos dahin schicken. Wenn ich mir hier meine Worker hinsetze, dann heißt das, dass ich beim Verkaufen bei dieser Ware zusätzlich ein Goldstück noch zusätzlich bekomme. Das heißt, bei der roten, braunen oder weißen Ware kriege ich dementsprechend mehr. Hier schon mal als Tipp, weil nachher, wenn man sich auf den Verkauf konzentriert und dann richtig heiß drauf ist, seine Waren zu verkaufen, vergisst man unheimlich schnell, dass man seine Worker hier hingesetzt hat. Ich rate zu den Worker, wenn man sich alle platziert hat und in die nächste Phase geht, den Worker dann hier vorne draufzustellen, damit man es nicht vergisst. Der Ship Owner ist nochmal die zweite Möglichkeit, ein Schiff zu kaufen. Und hier, wenn man hier sich hinstellt, kann man den Hafen ausbauen. Das erste Hafenteil, was man ausbauen kann, sieht dann so aus. Und das ist das Gute, weil dadurch kommen das erste Mal auch Lagerplätze dazu. Das heißt, ich kann eine Ware zwischenlagern. Wenn ich das zweite Mal in der nächsten Runde darauf kriege, dann darf ich das Teil hier noch mit einbauen. Mehr zum Ausbau gibt es nicht. Das heißt, ich kann aber dann auch theoretisch 4 Schiffe in der Flotte haben. Und das ist auch in der Tat schon ausreichend, weil man muss mit dem Geld ja gut wirtschaften und hinkommen, damit man das überhaupt dann mit den Schiffen noch genügend einkaufen kann, dass man Schiffe noch finanzieren kann und so weiter. Und beim Corona ist es genauso, dass man hier dann dementsprechend den Markt hier beeinflussen kann. Das heißt, ich kann mir der Periode entsprechend die Karten angucken, mir eine auswählen, geheim dahinlegen und da ist es dann auch, wenn der zweite sich hinstellt oder dritte, die dürfen sich die Karte angucken, aber nicht verändern. Und hier kann ich für 3 Gold einen Handelsposten einsetzen. Wie gesagt, es geht nur an den Orten, die hier angegeben sind. Kann ich dann hier hinsetzen und weiß dann, dass ich hier für die Ware 1 Gold weniger bezahlen muss. Wenn ich das Glück habe, dass so viel Ware da ist, dass nur 1 Gold kostet, kriege ich sie sogar kostenlos. Ich kann natürlich auch immer nur so viel Ware dann aufnehmen, wie das Schiff logischerweise laden kann. Das ist ja immer hier angegeben, das hatte ich ja eben schon mal bei den Schiffen erklärt. In der ersten Runde, wie gesagt, kann jeder seine Worker dann nach und nach hier platzieren. In der zweiten Runde ist es so, dass nicht am Ende der Runde die Worker wieder alle zurückkommen und man wieder frei wählen kann. Nein, dann ist es so, wenn ich zum Beispiel in der vorigen Runde hier gestanden habe oder hier und den hatte ich hier, und dann nehmen wir einfach mal die Silber noch dazu. Der stand hier, hier und das hier hingestellt. Ende der Runde werden die alle nach hier oben auf die Personen gestellt. Und wenn die nächste Worker-Phase beginnt, dann darf ich entweder auf dem gleichen hier wieder eine Aktion aussuchen oder nur bei dem Benachbarten. Das heißt, der Silberne könnte jetzt nicht hier drüben zum Beispiel eine Aktion machen oder sich hier eine Aktion daneben. Wenn er aber trotzdem nach da drüben möchte, dann kann er den Zwischenschritt machen. Das heißt, er geht hier hin, die anderen platzieren wieder die Worker oder ziehen die Worker in ihre entsprechenden Richtungen und dann könnte er dann hier in jegliche Richtung nochmal sich irgendwo zu einer Aktion dazustellen. Wie gesagt, aufpassen, es dürfen ja nicht 2 auf einem sein.
Nachteil ist dann halt, dass man vielleicht nur der Zweite ist, dann dem anderen Gold zahlen muss und vielleicht auch gar nicht die Aktionäre so ausführen kann, wie man sie möchte. Das war hier die Worker-Phase. Dann gibt es die Börsenphase. Das heißt, jeder kann jetzt eine Aktie einer anderen Gesellschaft oder der eigenen kaufen. Der Wert der Aktien, wie gesagt, steht hier oben. Es ist so, dass ich, wie gesagt, nur eine Aktie kaufen kann. Wenn ich eine Aktie kaufe, dann steigt der Wert natürlich der Aktie dementsprechend. Es ist aber auch so, dass wenn ich erstmal passe und ein anderer kauft eine Aktie und es geht einmal rum, die anderen passen wieder, dass ich dann wieder einsteigen kann. Solange nicht alle Spieler gepasst haben, kann man immer wieder einsteigen und Aktien kaufen. Was eigentlich eine ganz coole Geschichte ist. Kann man natürlich auch ein bisschen pokern, erstmal gucken, wo entwickelt sich die Kurse und dann vielleicht kaufen. Aktien verkaufen darf man außer in der Börsenphase immer, wenn man selber gerade eine Aktion durchführt, also nicht während der Aktion eines anderen Spielers. Da darf ich dann aber auch mehrere Aktien verkaufen für den Wert, die die Aktien dann haben und danach gehen die Aktien entsprechend deren Werte oder beziehungsweise der Anzahl, die ich verkauft habe, der Aktienkurs dementsprechend wieder nach unten. Nach der Börsenphase, wo wir hier Börsenphase dran denken, dass man auch hier dann die Initiative ändert. Das heißt, wenn ich das mir hier in Worker draufgestellt habe, rutsche ich nach vorne und bin in der Börsenphase als Erster dran. Und das bleibt dann natürlich auch in der restlichen Runde so. Das ist auch so, wenn ich zum Beispiel mit Silbern draufgegangen wäre und würde die Initiative vorne gehen, würden alle anderen so nach unten rutschen. Das heißt, die Reihenfolge ansonsten verändert sich nicht. Es sei denn, es hat sich noch jemand draufgestellt, dann rutscht er natürlich in die zweite Position danach. Dann geht es in die Navigation. Bei der Navigation ist es so, dass wir jetzt unsere Schiffe nehmen. Die nehmen wir natürlich, wenn wir danach andere Schiffe haben, die verschiedene Geschwindigkeiten haben oder verschiedene Frachträume haben. Die nehmen wir dann alle auf die Hand, damit keiner sieht, wo wir die Schiffe einsetzen. Bevor wir das aber auch machen, ist es so, dass derjenige, der sich natürlich hier auf diese Felder gesetzt hat, da sieht man ja an dem C, sich jetzt die Karten aussuchen kann, geheim hinlegen kann und den Markt schon beeinflusst hat und danach, wie gesagt, die Schiffe können wir ja schon in der Hand haben, uns überlegen, wo setzen wir welches ein. Das machen wir natürlich dann, wie gesagt, geheim, damit es keiner weiß. Und dann setzt man die Schiffe ein, wo man sie hinschickt. Also man legt sie dann verdeckt hin, damit keiner weiß, welches Schiff wohin fährt und sich darauf einstellen kann, wenn man vielleicht so ein schnelleres hat als ein anderer, dass der da nicht darauf reagieren kann. Und die anderen, die dann dran sind, legen halt das Schiff so darüber. Wird natürlich dann immer nach der Initiative immer ein Schiff eingesetzt werden, dann der nächste, das zeige ich aber gleich in der Spielrunde dann nochmal. Wenn jetzt alle Schiffe verteilt sind, dann geht man halt die einzelnen Häfen durch, da fängt man natürlich mit der 1 an. Da geht man dann und legt das Schiff entsprechend der Geschwindigkeit hier ab. Wo jetzt das nächste auch noch liegen, würde es so da drauf kommen. Das heißt, in der Reihenfolge wäre es natürlich genau umgekehrt gewesen, das heißt, das wäre unten und das wäre erste, so dass die Reihenfolge immer gleich bleibt, aber die Geschwindigkeit ist natürlich, hätte ich ein Schiff mit 4 Geschwindigkeit, dann würde ich es natürlich da hinlegen und hätte den Vorteil, weil dann wird natürlich nach der Geschwindigkeit geguckt, wer zuerst hier einkaufen kann. Wenn man dann seine Schiffe beladen hat mit den Waren, dann schickt man die wieder zurück in die Häfen, das heißt, die stehen dann hier wieder und dann geht es in die Verkaufsphase, das heißt auch hier wird dann die Karte aufgedeckt, der Markt wird angepasst, genauso wie da vorher der Markt dann angepasst wurde. Und dann können wir unsere Waren, das geht dann wieder nach Initiative und nach der Geschwindigkeit der Schiffe, die Ware verkaufen. Wichtig ist, wenn man später ein Lager hat, dann ist es natürlich so, weil das Lager natürlich vor den Schiffen sozusagen da ist, wenn man davor der Runde davor Ware eingelagert hat, dass die zuerst verkauft werden kann. Das heißt, es ist wirklich an alles gedacht worden, dass die Geschwindigkeit, dann wo sind die Schiffe, wer ist voran dran, wer hat die Ware vielleicht schon im Lager. Das heißt, die Schiffe kommen ja erst, ich habe noch Ware im Lager, kann ich sie erstmal schon verkaufen, verändere den Preis und dann kommen erst die Schiffe dran. Es ist aber auch genauso, dass wenn ich hier in der vorigen Phase beim Kaufen sehe, dass die Kurse mir nicht mehr gefallen oder ich vielleicht auch kein Geld mehr habe oder nur noch wenig Geld habe, um zu investieren, kann ich für ein Goldstück das Schiff dort stehen lassen. Das würde dann aufgedeckt dort liegen bleiben. Bringt mir den Vorteil, dass in der nächsten Runde ich natürlich zuerst einkaufen kann, weil mein Schiff ist ja schon da, die anderen kommen erst. Weil die anderen würden auch wieder daneben verdeckt gelegt werden. Also auch daran ist gedacht worden, mit den Geschwindigkeiten, dass alles wirklich hervorragend zusammenpasst. Also es ist wirklich toll, wie an jegliche Dinge in dem Spiel gedacht wurden. Ladephase war es ja eben, das war die Kaufphase, das war die Navigation, jetzt kam erst die Einkaufsphase, jetzt kam die Verkaufsphase.
Das heißt, jetzt würden wir da den Markt anpassen, verkaufen und dann am Ende wird geschaut, wie viel Geld hat jeder in dieser Runde eingenommen. Und danach richtet sich dann auch, wie sich die Initiative verändert, wie der Aktienkurs sich nochmal verändert, weil derjenige, bei 4 Spielern ist es so, das ist auch hier wieder abgedruckt, derjenige, der am meisten Geld eingenommen hat, da steigt die Aktie um 2 Felder, der zweite, da steigt die Aktie um 1 Feld, bei dem dritten, von der Einnahme her, bleibt der Aktienkurs gleich und bei dem letzten geht der Aktienkurs sogar 1 nach unten. Dann wird nochmal geschaut, an dieser Tableau hier, wie viel Geld habe ich eingenommen? Habe ich zum Beispiel über 20 eingenommen, dann wird immer abgerundet, dementsprechend dann geht der Stein hier auf die 20. Das heißt, 2 Felder nach vorne, würde mein Aktienkurs nochmal 2 Felder nach vorne gehen. Das ist auch deswegen wichtig, weil ich dann natürlich in der nächsten Runde auch schauen muss, dass ich wieder mehr einnehme oder mindestens das gleiche einnehme, damit ich dann nicht beim Aktienkurs vielleicht wieder verliere. Wenn ich nur 10 habe oder gar nichts eingenommen hätte, würde es ja wieder 2 runtergehen, würde der Aktienkurs auch wieder 2 Schritte nach unten gehen. Wenn dann alles durchgerechnet ist, wird dann anhand der Aktien geguckt, wo die einzelnen stehen und danach wird sich die Initiative wieder verändert und zwar der ganz hinten ist, geht der Initiative nach ganz vorne und die anderen rücken halt dementsprechend, wie die einzelnen Felder sind, nach. Sind 2 auf dem gleichen Feld, geht es dann nochmal nach der Initiative, wer dann in welcher Reihenfolge dann kommt. Und dann geht es halt ins nächste Zeitalter. Die Märkte werden wieder neu gewürfelt, die Karten werden wir geschaut, sind es noch die richtigen Zeitalter und so weiter und so weiter. Es gibt dann auch noch hier so eine Übersichtskarte, wo dann auch nochmal deutlich draufsteht, was die einzelnen Personen haben oder können. Hier nochmal die einzelnen Phasen, was dann in den einzelnen Phasen gemacht wird. Also auch schöne Übersichtskarte dabei. Das hier ist für das Zwei-Personen-Spiel, weil dann halt das Spiel die dritte Person übernimmt. Da wird es dann halt hier diese KI-Karten mit reinkommen. Hier muss man ein paar Dinge verändern. Das ist auch bei dem Drei-Personen-Spiel so, dass man das dann drüber legt, dass sich das ein bisschen verändert, angepasst wird. Also auch daran ist gedacht. Auch gibt es dann einzelne Handelsposten. Natürlich, wenn man weniger Spieler hat, sind dann auch weniger zur Verfügung, damit das Ganze angepasst ist. Am Anfang ist es auch so, richtet sich nach der Initiative, wie viel Geld jeder am Anfang bekommt, also wie viel Startgeld. Der Initiative, der als Erster da ist, kriegt 10 Gold, der Zweite kriegt auch 10 Gold, der Dritte kriegt 11 Gold und der Letzte oder Vierte Spieler kriegt 12 Gold. Das mache ich nochmal eben. Das Geld, wie gesagt, wird dann hier hingelegt, das ist ja von dieser Runde zumindest hier. Wichtig ist noch, wenn ich das Geld bzw. meine Aktie verpfände, wenn man mit dieser optionalen Regel spielt, dann kommt das Geld, was man für diese Aktie dann bekommt, hier in die Schatzkammer. Es kommt nicht auf das Geld nach dem Motto, das ich in der Runde verdient habe. So, der rote Spieler startet dann jetzt mit dem ersten Worker, den er einsetzt. Und wir setzen einfach mal hier ein, um sich zu sagen, dass ich hier in der ersten Runde kostenlos meine Schiffe erstmal versenden kann. Dann ist blau dran. Der stellt hier hin, um direkt mal den Hafen auszubauen. Hier sieht man es dann halt. Das wird dann auch sofort gemacht. Das heißt, ich kriege hier mein erstes Hafenteil dazu, was mich nichts kostet. Baue das hier ein und könnte jetzt theoretisch sogar schon ein Schiff kaufen und hätte schon mal 3 Schiffe zur Verfügung. Also, wenn ich dann gleich einen Worker dementsprechend setzen würde. Der gelbe Spieler überlegt sich, mal den Markt gleich zu beeinflussen und der Silberne mit seinem ersten Worker möchte erstmal direkt einen Handelsposten errichten. Das wird dann auch, wie man hier sieht, sofort gemacht. Das heißt, er zahlt 3 Gold, 2 wieder. Man kann jetzt einen Handelsposten errichten und setzt den hier hin. Dann ist der rote Spieler wieder dran für den zweiten Worker. Er sagt sich, ich kaufe mir jetzt erstmal ein Schiff. Das heißt, er kann jetzt, wir sind im ersten Zeitalter, kann er sich also von den beiden Schiffen eins aussuchen. Wieder die Kosten stehen unten in der Mitte, dann rechts die Geschwindigkeit, links wie viel Fracht aufgenommen werden kann. Und er entscheidet sich hier das schnellere Schiff mal zu kaufen, die Galeone kommt dann aus dem Spiel. Muss dann noch 1 Gold dafür bezahlen.
und legt die anderen Schiffe wieder hier hin. Anhand dessen, was die Würfel hier schon zeigen, kann man natürlich auch schon ein bisschen orientieren, ob man vielleicht hier sagt, okay, welche Ware wird wahrscheinlich gleich einiges wert sein? Macht es vielleicht Sinn, sogar hier nochmal einen hinzusetzen, um noch den Wert zu steigern, also noch mehr Geld dafür zu bekommen? Das ist natürlich auch ein Hinweis für die anderen. Kann man sich darauf konzentrieren und sagen, okay, er wird wahrscheinlich gleich hier hinsegeln, um da einzukaufen. Kann ich das vielleicht noch beeinflussen oder mich danach orientieren und auch schauen, dass ich da hinkomme? Auf solche Dinge sollte man dann vielleicht auch achten. Jetzt noch Gelb wieder mit dem zweiten Worker dran. Der sagt sich, ich möchte in der Initiative gleich nach vorne rutschen. Silber möchte den Markt beeinflussen. Rot baut auch den Hafen aus. Jetzt setzt er sich als zweites ein. Das heißt, er muss ein Gold an den blauen Spieler geben und darf jetzt auch dementsprechend seinen Hafen ausbauen. Rot hat jetzt dann dementsprechend auch den Hafen ausgebaut. Blau ist dran, überlegt sich auch einen Handelsposten zu kaufen oder einzusetzen für 3 Gold, das heißt 2 wieder, und setzt in Hongkong seinen Handelsposten hin. Das heißt, man sieht, es ist da auch noch ein Handelsposten frei. Es sind noch nur diese immer zur Verfügung dann dementsprechend. Da muss man also auch darauf achten, dass man dann vielleicht nichts hintertreffen kommt. Gelb setzt sich bei Braun hin für die braune Ware, und Silber möchte sich auch ein Schiff kaufen. Und kauft sich für 1 Gold den Indiaman. Das heißt nicht unbedingt schneller, aber dafür mehr Fracht zum Laden. Die Galeone kommt dann aus dem Spiel. So, alle Worker sind platziert, alle Dinge sind sofort ausgeführt, keiner hat sich falsch platziert, das passt also alles. Das heißt, wir gehen jetzt in die Börsenphase B, das heißt Initiative. Das heißt, Gelb muss jetzt nochmal ein Goldstück zahlen, um Initiative nach ganz vorne zu rutschen. Hat jetzt aber den Vorteil, theoretisch zu sagen, ich kaufe mir jetzt direkt mal Aktien oder ich kaufe mir eine Aktie und bin der Erste, der das entscheidet. Wäre noch ganz wichtig für diese Aktien, für die Verkäufe, die man ja in der Runde außer in der Börsenphase machen kann. Also man kann nicht in der Börsenphase verkaufen, da kann man nur kaufen. Ansonsten kann man immer, wenn man selbst in der Aktion ist, verkaufen. Außer wenn man hier in der fünften Runde dran ist, da darf man nur in der Phase, wo man die Worker platziert, verkaufen. Danach nicht mehr. Gelb passt, sagt, nee, ich kaufe keine Aktie. Rot überlegt und schaut sich aufs Geld an und sagt, nein, ich passe auch, weil man muss ja auch noch Waren kaufen, man muss ja gut überlegen, was man tut. Der blaue Spieler riskiert es jetzt einfach und sagt, ja, ich glaube, dass zum Beispiel Silber es gut machen wird und investiert 4 Gold, bekommt dann eine von diesen Aktien, die sich dann zu sich legt, und der Kurs von Silber steigt um 1. Der silberne Spieler sagt, nein, ich passe auch. Jetzt geht es nochmal rum, weil ich mit oder Blau ja nicht gepasst hat, sondern gekauft hat, könnte jetzt wieder einsteigen. Tut es aber auch nicht, also alle passen. Dann kommen wir halt in die Reaktionsphase. Das sieht man hier, dass dann auch dann dementsprechend das ausgelöst wird. Das heißt, der gelbe Spieler sucht sich jetzt das erste Mal hier von den Karten, die zur Zeit gehören. Sucht er sich eine von diesen Karten aus, die er dann wieder den Markt beeinflussen. Und da schaut er natürlich, was für ihn vielleicht am besten passt. Wo er sich sagt, okay, welche Markt so beeinflusst, wo kann ich am besten kaufen und verkaufen oder vielleicht an den Märkten will das dementsprechend beeinflussen. Und entscheidet sich für diese Karte. Auf der Karte seht ihr übrigens auch bei dem Grünen, dass da so kleine Klötzchen drunter sind. Das ist auch für das Spiel, wenn man zu dritt spielt, zählt das nicht, weil das ist dann nur für das Viererspiel, das ist da angegeben. Er legt die Karte dann hier verdeckt hin und die anderen kommen erstmal wieder daneben. Dann ist der silberne Spieler dran, der sich jetzt die Karten im europäischen Markt anschauen kann und dann natürlich überlegen kann, wo es am besten sinnvoll ist. Er hat da einen Handelsposten, das heißt, er wird dann da von den Waren ja günstiger einkaufen. Weiß natürlich jetzt nicht,
nur anhand der Würfel, was sich da vielleicht verändert, aber er weiß ja nicht, was der andere Spieler dort gemacht hat. Aber er kann natürlich hoffen, dass er da dann dementsprechend vielleicht den so beeinflusst, den Markt, dass er da mehr für bekommt. Und er entscheidet sich dann, diese Karte zu spielen. Und legt die dann auch verdeckt hier hin. Die anderen kommen wieder zur Seite. Dann nehmen halt alle die Schiffe in die Hände, so dass man halt nicht sehen kann. Gerade hier sehr wichtig. Ne? Er hat zum Beispiel ein langsames Schiff, aber mehr Fracht zum Laden. Sollte natürlich kein anderer wissen, wo es hinlegt. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Geht nicht anders. Aber wie gesagt, jetzt wird es nach der Initiative natürlich gegangen. Das heißt, der gelbe Spieler darf zuerst sein erstes Schiff auf die Reise schicken. Und schickt es hier hin. Dann ist Rot dran. Schickt sein schnelles Schiff und schickt es hier hin, weil es ja auch kostenlos ist. Hier sieht man es, weil er dann seinen Worker hier hingesetzt hat, kann er das nutzen, weil er hier dann kostenlos reisen kann. Der blaue Spieler legt sein erstes Schiff hier hin und der silberne Spieler eins vergessen. Das macht der blaue Spieler dann wohl doch nicht, weil, vergessen, ich kann nicht kostenlos reisen, ich müsste 2 Gold zahlen, habe ich eben viel zu sehr verausgabt, indem ich schon Aktien gekauft habe, habe eigentlich viel zu wenig Geld, um dann jetzt, wenn ich noch 2 Gold zahle, dann noch großartig Waren zu kaufen. Also immer schön überlegen, was man tut, man muss die ganze Zeit über alles nachdenken und er legt sein Schiff hier hin, weil es dann halt dementsprechend kostenlos ist. Er hat sich dann natürlich jetzt in der ersten Runde selber reingelegt. Und dann ist der silberne Spieler noch dran und der sagt, ich habe genug Geld und geht dahin und zahlt dann 2 Gold. Und dann geht es wieder rum. Das heißt, der gelbe Spieler ist wieder dran und sein zweites Schiff. Und setzt das hier drauf. Das heißt, wird immer draufgelegt, muss dann aber auch 1 Gold zahlen. Kriegt dann 4 wieder. Dann ist wieder Rot dran mit dem zweiten Schiff und sagt sich, das nutze ich doch mal aus, dass ich hier kostenlos reisen kann und geht natürlich dahin. Blau, wie gesagt, hat sich ja dann leider selbst ein bisschen reingelegt und schiebt sein Schiff dann auch nochmal hier hin, sein zweites. Und der Silberne hat jetzt auch nicht mehr so viel Geld und schickt das Schiff auch dorthin. Alle Schiffe sind jetzt in den Häfen angekommen, das heißt, wir kommen jetzt in die Kaufphase, das heißt, jetzt wird der Markt angepasst, dann wird auch die Karte umgedreht und entsprechend die Anzahl zusammengezählt, also hier ist einer dargestellt, hier sind 4 Würfel dargestellt, das heißt, es kommen 5 Grüne dazu und damit sieht man schon, dass der Preis entsprechend sinkt und man dadurch auch geschickt den Markt beeinflussen kann. Hier sind 3 plus 2 sind 5, die dazukommen. Hier haben wir auch 5. Sollte es mal wirklich dazu kommen, dass es mehr sind, dann werden die natürlich einfach nicht hingelegt. Dann ist einfach der Markt schon voll. Das heißt, da muss man auch nichts mehr weiter dazu tun. Und hier kommen dann entsprechend 2 Weiße noch dazu. So ist der Markt jetzt fertig, das heißt, wir gehen jetzt hier zum ersten Hafen und da wird dann halt nach und nach die Schiffe aufgedeckt und dann halt nach der Geschwindigkeit hingelegt, das heißt hier die Geschwindigkeit passend zu dem Hafenteil und so sieht man auch nur, der zuerst da war, ist dann auch wieder, was die Geschwindigkeit an ist, als erstes dran, würde jetzt ein Viererschiff hier oder ein Dreierschiff liegen, wäre jetzt erstmal das Dreierschiff was kaufen könnte, so ist jetzt in der Reihenfolge, wie es da liegt. Kaufen kann man nur die grüne und weiße Ware. Das heißt, der silberne Spieler kann sich überlegen, ich kann da durch den Handelsposten muss ich sogar nur 2 für weiß zahlen und für grün hätte ich sogar kostenlos. Ich kann sogar 2 Waren aufnehmen, das hat er so ganz clever gemacht. Das ist natürlich sinnvoll dann, ohne Geld auszugeben, schon mal die erste Ware zu nehmen und dann für 2
Gold dann halt die weiße Ware. Das wird dann auf das Schiff gelegt und dann fährt das Schiff zurück in den Hafen. Jetzt kann der rote Spieler einkaufen. Hat sich natürlich jetzt der Markt schon dementsprechend verändert. Was durchaus negativ ist, weil er jetzt dann halt hier mehr bezahlen muss oder auch da mehr bezahlen müsste unter Umständen. Und was kauft er? Muss er auch darüber nachdenken, dass er ja noch ein Schiff unterwegs hat. Das ist auch nachher, wenn man dann 3, 4 Schiffe hat, muss man sich wirklich schon überlegen, wie gehe ich mit dem Geld vor? Was muss ich noch investieren? Wozu brauche ich noch alles Geld? Wo will ich noch was kaufen? Und er kauft sich dann für 3 Gold einen weißen. Das heißt, das Schiff kehrt dann auch zurück in den Hafen. Wo man es hinlegt, ist auch vollkommen egal. Er hätte es auch hier hinlegen können. Das hat wieder keine Relevanz. Dann geht man zum zweiten Hafen, deckt wieder das erste Schiff auf. Das Gelb auf der 1 und Rot auf der 3 wegen der Geschwindigkeit. Das heißt, Rot ist also schneller im Hafen und darf jetzt als erstes einkaufen. Hat Platz dafür für eine Ware und kann jetzt hier Braun oder Grün kaufen. Und sagt sich, ich kaufe dann halt, leider habe ich noch keinen Handelsposten, also muss ich die 2 bezahlen. Kaufe für 2 dann eine braune Ware. Und das Schiff kehrt dann auch wieder in den Hafen zurück. In Gelb überlegt jetzt, was er tut. Und kauft auch für 3. Den Kakao ein. Dann geht es zum letzten Hafen. Da liegen ja schon ein paar mehr Schiffe. Geschwindigkeit 1 kommt dahin. Geschwindigkeit 1 kommt dahin. Dürfte auch Geschwindigkeit 1 sein, richtig. Und Geschwindigkeit 1. Das heißt, in Gelb darf als erstes auswählen. Und da darf man dann halt zwischen Grün und Orange oder Rot auswählen. Er kauft für 2 das Orange. Und auch das Schiff kehrt dann in den Hafen zurück. Blau hat ja nicht mehr allzu viel Geld übrig und das ist dann schon das Schwierige. Ne? Wenn jetzt noch andere davor dran gewesen wären, würde der Preis noch höher steigen und man könnte es wahrscheinlich gar nicht mehr leisten. Wie gesagt, für ein Gold darf man auch das Schiff dann stehen lassen. Das eine Gold kommt natürlich auch dann in die Bank sozusagen rein. Aber dann ist man zumindest beim nächsten Mal zuerst dran. Kauft sich für 2. Kauft für 2 dann halt hier den Tee. Oder den Zimt, glaube ich, ist es. Und ist dann sofort sogar nochmal dran, hat noch 2, das heißt, das ging jetzt schon mal nicht mehr, könnte jetzt noch grün kaufen, kann sich überlegen, macht das Sinn, grün noch zu kaufen, aber ich habe schon Lagerplatz, das heißt, selbst wenn der Kurs schlecht wäre zum Verkaufen, könnte ich die Ware ja erstmal einlagern, das heißt, er kauft sich dann, das ist dann, glaube ich, Tee, die grüne Ware. Dann ist Silber dran und kauft sich auch für 3 die Ware hier und kehrt dann auch in den Hafen zurück. So, dann sind die Schiffe alle in ihre Häfen zurückgekehrt. Keins ist da geblieben. Das heißt, wir gehen jetzt in den Verkaufsmarkt, also E für Selling. Und da, wie gesagt, nimmt die Worker, platziert es am besten hier, damit man es nicht vergisst, weil das ja jedes Mal noch ein Goldstück mehr bringen würde. Das ist natürlich für Blau, der hat sich ja selber am Anfang schon reingelegt, bringt hier gar nichts, also auch verschwendeter Worker. Gelb hat braune Ware auch gekauft, das heißt, er hat das schon mal einen Vorteil gleich. Aber jetzt wird der Markt erstmal angepasst, das heißt, die Karte wird auch wieder umgedreht und dementsprechend wird Ware entfernt. Das heißt, hier werden 7 Grüne entfernt. Und man sieht, wie der Preis dementsprechend schon steigt. Das heißt, wenn man sich vorher darauf eingestellt hat, sollte man auch die Ware dann auch haben und hoffen, dass man auch früher dran ist. Also man muss schon viel überlegen, vieles sich überdenken, wie man mit Schiffen unterwegs ist und wie man am ersten dran ist, um halt seinen Vorteil da zu nutzen. Hier kommen dann 5 weg.
Hier kommen 3 weg. Und bei dem Weißen kommen sogar 4 weg. Und so hat sich der Markt wieder komplett angepasst oder verändert. Und das ist halt in jeder Runde und das macht das Spannendere aus. Und es ist unglaublich, auf was man alles achten muss, wie man die Kombination sich überlegen muss. Und man ist so gefesselt die ganze Zeit, dass niemals Langeweile aufkommt. Wie gesagt, ich mache jetzt hier 2 Runden durch und danach werden wir aber auch in Kürze nochmal ein Video machen, wo wir ein komplettes Let's Play machen. Also so ist jetzt der Markt. Das heißt, jetzt geht es wieder danach, nach der Geschwindigkeit der Schiffe. Das heißt, wenn jetzt hier schon Ware eingelagert wäre, könnte der als erstes die Ware verkaufen. Derjenige wird dann nach Initiative auch gegangen, wer dann zuerst Ware verkaufen kann. Dann wird jetzt nach den Schiffen geguckt. Da wird geguckt, welches natürlich das schnellste ist oder welches von den schnelleren ist. Die sind zuerst dran gegenüber den anderen. Die sind ja logischerweise im Vorteil, weil sie früher im Hafen angekommen sind. Das heißt, die meisten haben ja noch hier die Anfangsschiffe mit Geschwindigkeit 1, außer der rote. Der hat eine Geschwindigkeit von 3. Das heißt, das Schiff ist erst dran. Würden jetzt mehrere mit der gleichen Geschwindigkeit, auch einer höheren Geschwindigkeit liegen, würde es wieder nach der Initiative gehen, wer als erstes verkaufen darf. Also auch daran sieht man, wie wichtig die Initiative sein kann. Der rote Spieler kann jetzt mit dem Schiff als erstes verkaufen, verkauft natürlich den braunen und kriegt direkt 7 Gold. Eine wichtige Sache gibt es noch, und zwar das Gold, was wir jetzt zu Beginn bekommen haben, das legen wir eigentlich nicht hier in die Kasse rein, weil wir es ja nicht verdient haben, sondern in die Schatzkammer. Das heißt, damit das nicht durcheinander kommt, was wir in der Runde verdient haben, kommt das in die Schatzkammer. Das heißt, man arbeitet aus der Schatzkammer heraus erstmal mit dem Geld. Er hat eh keins mehr, er muss erstmal Geld verdienen. Und das, was man halt in der Runde verdient, wie ich es auch am Anfang schon mal erklärt hatte, kommt dann halt immer auf die Kassenseite. So, jetzt sehen wir, dass die anderen Schiffe von der Geschwindigkeit her alle gleich sind. Das heißt, es geht nach der Tiefe. Der Gelbe darf zuerst verkaufen. Er darf immer nur ein Schiff dann auswählen, was zum Verkaufen da ist. Kann jetzt natürlich gucken, was bringt mir momentan mehr vom Geld her. Ist in der Hinsicht vollkommen egal. Könnte natürlich jetzt, wenn er jetzt mehr Orange hätte, den Markt so beeinflussen, dass derjenige, der vielleicht noch Orange danach dran ist, vielleicht einen schlechteren Preis hat. So ist es jetzt momentan eigentlich relativ egal, sodass er den braunen natürlich verkauft, weil er den Vorteil hat, dass er hier noch den Worker vorher platziert. Das heißt, er kriegt nicht nur 6, sondern 7 Gold. Dann ist Rot dran. Der verkauft den Weißen natürlich, bekommt direkt 8 Gold. Nach der Initiative ist jetzt Blau dran. Kannst überlegen, Grün oder Orange. Bringt ihm beides gleich wenig oder viel. Aber er könnte natürlich jetzt den Silbernen schon mal negativ beeinflussen. Wenn er den Grünen verkauft, kann, dann kriegt er noch 6. Der Silberne würde dann nur noch entsprechend 5 bekommen. Das macht er dann auch. Und bekommt 6. Dann ist der silberne Spieler dran und sagt, ja, wie schön, ich verkaufe von dem Schiff. Habe ich zwar grün weniger, aber ich kann wenigstens noch weiß mitverkaufen. Schade ist, dass er jetzt noch kein Lager hat, dann könnte er den grünen einlagern, den weißen verkaufen. Das heißt, er kriegt 8 plus 5 sind 13. Dann geht es natürlich wieder nach vorne. Gelb ist dran, kann jetzt oder muss jetzt im Grunde auch Orange verkaufen, weil er keinen Lagerplatz hat und bekommt dann nochmal 6 für. Der Rote hat nichts mehr zum Verkaufen. Der Blaue kann jetzt den Roten noch verkaufen oder einlagern, in der Hoffnung, dass es vielleicht in der nächsten Runde mehr dafür gibt. Aber da er jetzt Geld braucht, verkauft das und bekommt dafür 6. Und so gut ist der Silber noch dran. Der hat kein Lager, muss verkaufen und bekommt entsprechend nur noch 5.
Jetzt haben alle ihre Waren verkauft. Das heißt, wir gehen jetzt hier in die Phase End of Period. Das heißt, wir müssen jetzt durchrechnen. Jeder schaut jetzt, was er in dieser Runde verdient hat. Das ist bei Blau dann entsprechend 12. Bei Silber ist es 18. Gelb hat 13. Und Rot hat 15. Das hat sich ja schön aufgeteilt. Das heißt, Platz 1 hat dann der Silberne gemacht. Er hat am meisten Geld verdient in der Runde mit 18. Das heißt, sein Aktienkurs geht um 2 nach oben. Der zweite ist dann Rot mit den 15. Das heißt, der Aktienkurs geht 1 nach oben. Gelb bleibt gleich, Blau würde 1 nach unten gehen. Ist natürlich in der ersten Runde, passiert das noch nicht. Dann wird geschaut, man ist halt hier bei 18, das heißt es ist auf 10, in der 10er-Reihe hier wird er abgerundet. Das heißt, der Aktienkurs geht nochmal 1 nach oben. Dort bei Gelb ist es das Gleiche. Geht ja auch in den 10er-Bereich. Dort bei Rot ist es auch im 10er-Bereich. Also ein Schritt nach vorne, also ein Schritt im Aktienkurs nach vorne. Hier ist es auch knapp gewesen, aber trotzdem geschafft. Das heißt, der Aktienkurs geht hier hin. Jetzt wird die Initiative angepasst. Das heißt, Gelb und Blau sind hinten. Das heißt, dementsprechend haben wir es jetzt immer so gemacht. Ich muss gerne mal in der Anleitung gucken, dass der, der hinten liegt, dann entsprechend nach vorne rutscht. Der Gelbe dann als Zweites kommt, dann wäre der Rote und der Silberne würde sogar unten bleiben, weil er führend ist. Das geht wieder nach ganz oben für die nächste Runde, gleich für die Worker. Hier geht man dann in die nächste Phase rüber. Das ganze Geld, was man in der Runde verdient hat, geht in die Schatzkammer, weil man ja in der nächsten Runde wieder gucken muss, wie viel man verdient. Die Worker werden dann jetzt hier am besten so nach oben zu den einzelnen Personen reingezogen, damit man gleich weiß, wo man nicht hin darf oder wo man noch hin kann. Die Initiative haben wir gemacht. Hier die Karte kommt dann raus. Die Würfel kommen zur Seite, müssen ja wieder neu gewürfelt werden. Das gleiche auf der Seite. Und so kann dann die nächste Runde wieder starten. Was die Initiativreihenfolge angeht, also wenn sie gleichzeitig da stehen, weil die gleichen Werte haben, steht in der Anleitung jetzt zum Beispiel, dass im Falle eines Gleichstands wird der Gleichstand aufgelöst zugunsten des Spiels mit der höheren Initiative. Wir haben es jetzt jedes Mal andersrum gespielt, weil wir gesagt haben, okay, der vorher schon in der niedrigen Initiative war, wird dann halt nach oben geschoben und hat dann gewissermaßen einen Vorteil, weil er schlechter in der Vorrunde war sozusagen. Was jetzt noch gewesen wäre bei der beim Rundenende, würde die Aktie jetzt, wie gesagt, hier schon hier stehen, dann hätte ich an jeden, der eine silberne Aktie hat, und ich habe ja damals vorhin eine mit Blau gekauft, müsste ich ihm eine Dividende zahlen. Das heißt, das käme dann noch zu den Dividendenzahlungen, die auch dann in dieser Endphase gemacht werden müssten. So, als erstes jetzt, bevor die Worker platziert werden, werden wieder die Würfel für die Märkte bestimmt. So dass man ungefähr schon wieder sehen kann, wohin sich die Märkte entwickeln. Und dann beginnt halt die Phase, dass man seine Worker platziert. Gucken wir mal hier, 2 Sterne, also 2. Periode, das heißt, die Karten stimmen noch, das heißt, die werden noch weiter benutzt. Die Spielkarten übrigens, die eben auf den Märkten waren, kann man auch umgekehrt hinlegen, die kommen eigentlich zurück in die Schachtel, oder man legt sie so hin, die sind wirklich aus dem Spiel dann, die können nicht mehr verwendet werden, wenn man jetzt zum Beispiel wieder in der Marktphase gucken würde, dass man den Markt vielleicht beeinflussen möchte selber. Also Initiative ist jetzt Blau als erstes dran, das heißt, er kann diese Worker, wie sie hier sind, jetzt wieder bewegen, entweder aufs Gleiche oder benachbart. Muss ja also schon gut überlegen, was er da tut. Und
Er zieht den jetzt hier auf Schiffskauf, kann jetzt halt von der ersten und von der zweiten Periode sich ein Schiff aussuchen. Kostet dann halt logischerweise in der ersten ein Goldstück, in der zweiten zwei Goldstücke und kauft sich dann das hier, den Dreimaster. Hat also, kann auch drei Schiffe jetzt haben, das heißt, er muss zwei Gold zahlen dafür. Wie gesagt, das Wechselgeld käme jetzt auch nicht wieder hier in die Kasse rein, sondern hier in die Schatzkammer dann entsprechend. Aber es geht ja dann so. Jetzt ist Gelb dran. Gelb sagt sich, ach, ich möchte eigentlich wieder kostenlos reisen. Stellt ihn dahin. Rot möchte sich jetzt auch ein Schiff kaufen. Wenn er sich jetzt hier hinstellen würde, um Schiff zu kaufen, müsste er Blau ein Goldstück zahlen. Aber hier ist ja noch frei, das heißt, er stellt sich hier hin und kauft sich jetzt auch noch ein Schiff. Und setzt auch hier wieder auf Geschwindigkeit. Zahlt die zwei Gold dafür. Und dann ist Silber dran. Silber sagt sich, Hafen ausbauen ist wichtig. Und nimmt sich dann schon mal das Teil, um den Hafen hier zu erhöhen. Mit dem Ohne zum Beispiel mit dem Lager schon was gebracht. Dann ist wieder Blau dran. Blau sagt sich, okay, das mit dem kostenlos Reisen wäre eben auch schon sinnvoll gewesen. Geht hier, muss jetzt dementsprechend aber Gelb ein Gold zahlen. Und wechselt das hier eben in der Bank. Und zahlt, da kommt es dann, weil es das erste Geld verdient. Das Geld ist in die Richtung, also auf die Kasse. Und das Wechselgeld kommt dann halt hier wieder in die Schatzkammer. Dann ist Gelb dran und sagt sich, ach, für mich wird es auch mal Zeit, einen Handelsposten zu setzen. Und setzt den Handelsposten auf den letzten freien verfügbaren Platz dort. Rot möchte die Initiative nach oben rutschen und stellt seinen Worker hier hin. Und Silber sagt sich, okay, ich brauche auf jeden Fall auch noch ein Schiff. Setzt ihn hier hin, muss dann Blau ein Gold zahlen. Und kann sich ein Schiff kaufen und überlegt sich, den Schoner zu kaufen für ein Gold. Dann ist Blau mit dem letzten Worker dran und baut den Hafen auf, muss Silber ein Gold dafür zahlen, weil er schon drauf platziert ist, und baut die letzte Möglichkeit, den Hafen entsprechend aus. Gelb sagt sich, ja, das brauche ich aber irgendwie auch mal langsam. Ich brauche ein bisschen mehr Hafen, brauche mir ein bisschen Platz, vor allem auch fürs Lager. Stellt sich ein, muss jetzt dementsprechend Silber und Blau ein Gold sein. Und kann sich dann auch das erste Hafen erholen, sodass alle im Grunde genommen ihre Häfen schon jetzt ausgebaut haben. So, als nächstes muss dann Rot noch seinen Worker wieder setzen. Und setzt den hier hin. Und der letzte Worker von Silber setzt sich hier hin, um den Markt gleich zu beeinflussen. So, jetzt wird es wieder in die Börsenphase gehen. Das heißt, jetzt wäre es wieder nach der Initiative, beziehungsweise jetzt hat sich ja ändert sich die Initiative wieder, weil ja Rot nach vorne kommen wollte. Rot muss jetzt, wir sind im zweiten Mal, zwei Gold dafür bezahlen. Rutscht dann nach ganz oben und die beiden rutschen eins nach unten. So hat sich dann die ganze Reihenfolge jetzt verändert. Rot darf als erstes überlegen, ob er Aktien kauft, dann dementsprechend Blau, Gelb und so weiter. Die Runde geht dann immer so weiter und dann geht es wieder daran, diese Schiffe zu nehmen. Man sieht so, jetzt wird es ja schon mehr mit den Schiffen, auch verschiedene Schiffe, und dann ist es auch gut, die geheim einzusetzen, die Märkte wieder zu beeinflussen, und so geht das dann immer weiter. Am Ende der Runde wird wieder geguckt, wer hat am meisten Geld und so weiter, so wie ich es eben auch schon gemacht habe. Dann rutscht man hier durch. In der fünften Phase, also in der letzten Runde, ist es dann halt wichtig,
dass man keine Galeonen mehr hat. Die würden jetzt zum Beispiel dann einfach aus dem Spiel genommen werden. Das heißt, da sollte man schon noch vorbereitet sein, vielleicht vorher die Schiffe dann entsprechend getauscht zu haben. Zusätzlich kann ich die Aktien nur noch verkaufen, wenn ich dann in der Worker-Phase bin und auch dran bin und eine Aktion gerade mit dem Worker mache. Danach darf ich in diesen ganzen Runden keine Aktien mehr verkaufen. Gewinner ist, wer am meisten Geld nachher eingenommen hat. Und da zählt der Gesamtwert der Startaktien, die man hat. Das heißt, man sollte auch gucken, dass natürlich der eigene Aktienwert hochsteigt. Der Gesamtwert aller Aktien, die man von anderen Besitzern hat. Da sollte man also auch gucken, wie man dementsprechend kauft oder verkauft. Und natürlich alle Münzen, die man hat. Wer dann am meisten Gold hat oder am meisten Wert hat, seine Firma am besten gewirtschaftet hat, hat dann das Spiel gewonnen. Also wie ihr seht, ist das ein großartiges Spiel. Und wie gesagt, wir werden noch ein ausführliches Let's Play dazu machen, dass man dann nochmal wirklich alle 5 Runden spielt oder gesehen hat. Das werde ich dann wahrscheinlich mit Leonardo nochmal zusammen machen, weil wir jetzt vor Weihnachten sicherlich nicht mehr noch mehrere Personen jetzt auf die kurze Zeit zusammenkriegen. Das werden wir dann einfach mal jeder 2 Spieler übernehmen und dann dementsprechend durchspielen. Aber ihr habt schon einen Eindruck bekommen, ihr wisst jetzt, wie es aufbauen müsst, ihr wisst, wie die Runden funktionieren, wie man die ganzen Sachen bewertet, wo man das Geld hinlegt und wie man die Märkte beeinflusst, was man alles machen kann. Und wenn man immer weiter da reinkommt und immer weiter reinsteigt, wird das Ganze immer intensiver und muss auf so viele Dinge achten, auch mit dem Geld, was man macht. Was wir zum Beispiel auch gemacht haben, oder das habe ich eben noch gar nicht erwähnt, sollte man hier seine Schiffe verteilt haben und man geht das Geld aus. Das heißt, ich habe hier noch ein Schiff liegen, ich kann aber keine Ware mehr kaufen, weil ich überhaupt kein Geld mehr in der Kasse habe oder überhaupt kein Geld mehr zur Verfügung habe. Und also auch überhaupt wirklich auch das Grenzgeld schon ausgegeben habe. Ich kann nicht mal mehr das eine Goldstück zahlen, um das Schiff da stehen zu lassen. Haben wir es so gemacht, dass man das Schiff nicht einfach leer wieder in den Hafen zurückbringen kann, weil das würde, glaube ich, zu einer Meuterei führen. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, wenn es so ist, dann muss man halt seine Aktie, entweder eine Aktie verkaufen, wenn man eine hat, oder wenn man keine anderen hat, die Aktie verpfänden, um dann halt Geld zur Verfügung zu haben, entweder das Schiff stehen zu lassen oder nochmal Ware zu kaufen und zurückzuführen. Das vielleicht nochmal als Tipp oder als Hinweis, wie man das Ganze spielen kann oder vielleicht auch sollte, weil es dann halt noch mehr Spaß bringt und man halt noch mehr intensiver auf das Geld achten sollte und wirtschaften muss. Ja, für mich, wie gesagt, der Oberknaller, das Spiel, das ist für mich eins der besten Spiele, die es, die im Grunde dieses Jahr rauskommen, Gott sei Dank noch rauskommen, ist ja sehr knapp vor Schluss jetzt gewesen. Und ich kann es nur jedem raten, also jeder, der es, wie gesagt, schon gespielt hat, war sehr begeistert davon, genauso wie ich. Und bei mir ist es definitiv ganz oben dabei und ich bin auch der Meinung, dass das Spiel einen Preis verdient hat. Wie gesagt, freut euch dann auf demnächst noch auf, oder in Kürze dann drauf, wenn wir das große Let's Play machen, dann könnt ihr das ganze Spiel nochmal das Spiel in einzelnen Runden erleben oder geht schon in der nächsten Zeit mal in den Läden, fragen, ob es schon da ist, kauft es euch und spielt es selber. Die Anleitung habt ihr ja jetzt im Grunde dann gehabt. Ja, ansonsten bei mir zu sein, viel Spaß mit dem Spiel. Es lohnt sich, es ist definitiv ein großartiges Spiel. Und bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.